für eine Überraschung. Früher, also damals im Jahre 2010. Die Rede ist von Ich einfach unverbesserlich. Was für ein Überraschungserfolg. Damit hatte damals keiner gerechnet. Hey, und die kleinen gelben Viecher, die sich Minions nennen, haben da wirklich das Kino erobert. Und die Deutschen lieben die Minions. Und mittlerweile gibt es ja schon den dritten Teil. Ich einfach unverbesserlich 3 startet ja jetzt in den Kinos. Was so viel heißt wie, der erste Teil war kein Glückstreffer. Und so gut, dass es sogar einen zweiten Teil gab. Und der wiederum war so gut, dass es jetzt eben Teil 3 gibt. Oh nein, nein! Ja, worum geht's denn im dritten Teil von Ich einfach unverbesserlich? Ja, also der Film, der fängt erstmal mit unheimlich vielen Problemen an. Also Crew, der eigentlich ja ein Böser war, ist ja jetzt ein Guter. Und das finden die Minions dann nicht so gut, weil die Minions wollen natürlich einem Bösen folgen und brauchen einen neuen Leader und die gehen erstmal voll in den Streik. Crew verliert jetzt auch noch seinen Job beim FBI, wird rausgeschmissen, weil er eigentlich nicht mehr so gut arbeitet. Und er erfährt, dass er einen Bruder hat und den er bis jetzt noch nicht kannte. Und die zwei müssen jetzt auch noch aufeinandertreffen. Und es gibt natürlich auch noch einen Bösewicht, den Balthasar Brett, der irgendwie so in den 80ern hängen geblieben ist und natürlich die Welt terrorisiert. Und Crew und True, sein Bruder letztendlich, müssen gemeinsam dann gegen diesen Bösewicht kämpfen. Ja, aber und du bist was ja die Minions da noch dabei. Ja, du bist ja total euphorisch, hör mal. Ja. Ja, du bist ja ein Riesenfan davon. Ich habe den Film gesehen und ich habe ihn geliebt. Hast ja auch die Frisur von den Minions. Seien wir ehrlich, Gru, das Schurkentum liegt dir im Blut. Segruk und Bubs. Bist du bereit, die Familientradition fortzuführen? Mit mir? Nein, dieses Leben habe ich hinter mir. Und nur ein Ding. Gehen wir rein! Ich werde aufgespießt! Nichts passiert! Nein, das heißt auf gar keinen Fall, dass wir wieder Schurken werden. Luca! Bueno? Ja! Pinu! Bueno? Ja! Pinu! Bueno? Ja! Pinu! Nur ein Pinu! Also bei einem Animationsfilm über Schauspieler zu sprechen, das wird ein bisschen schwierig, aber die Figuren müssen ja auch sprechen können und ihre Stimmen bekommen sie häufig von Prominenten. Wer ist denn diesmal dabei? Ja, also der Crew wird ja schon seit dem ersten Teil von Oliver Rohrbeck gesprochen und die Stimme kennen wir alle von den Hörspielen von Die drei Fragezeichen. Martina Hill spricht Lucy, also die Angetraute vom Crew, und neu hinzugekommen ist Balthasar Brett, der wird gesprochen von Joko Winterscheid und der macht das auch ziemlich gut. Tschüss, mal an. Hallo, Gru! Gru, was sagst du jetzt? Was? Ach, Mädchen! Tanzduell! Das ist das! Komm schon! Das ist noch nicht vorbei! Happy Birthday, lieber Dan! Happy Birthday!